Heute nehme ich euch mit an Bord der neuen Arosa Sena. Viel Spaß mit meinem Video. Liebe Gäste, jetzt genießen Sie auf jeden Fall noch die kölsche Musik. Viel Spaß weiterhin beim Wir beginnen unsere Reise in Köln und werden danach in die Niederlande weiterfahren. Die Arosa Sena ist nicht nur das derzeit größte Flusskreuzfahrtschiff Europas, sondern auch das erste E-Motion-Schiff. Ich treffe mich mit unserem Kapitän Uli Schwalbe. Er stellt mir den Prototyp ein wenig näher vor, mit dem wir hier eine Woche unterwegs sein werden. Ich erfahre, dass die Arosa Sena ein Hybridschiff ist. Das bedeutet, immer dann, wenn wir uns einem neuen Hafen nähern, schalten wir um auf einen rein elektrischen Betrieb. Auch bei voller Fahrt auf dem Fluss schaltet der Kapitän immer wieder den E-Motor zu, um die Abgase zu reduzieren. Würden wir nur elektrisch fahren, würde der Akku etwa 45 Minuten reichen. Aber nun wollen wir erst einmal Amsterdam erkunden. Und wie geht das besser als mit einer abendlichen Grachtenfahrt?
Lasst uns zusammen mal einen kleinen Rundgang über die Arosa Sena machen. Das Schiff hat 5 Decks und, das ist besonders wichtig für alle, die mit einem Kinderwagen oder einem Rollator unterwegs sind, einen Aufzug. Gehen wir mal hoch aufs Sonnendeck. Das ist wirklich riesig und es hat eine Neuheit auf Arosa-Schiffen. Es gibt eine richtige Poollandschaft. Es gibt einen großen Swimmingpool für die Erwachsenen mit einer Gegenstromanlage und einen etwas kleineren für die Kinder. Wer Durst hat, der bedient sich bei der Up-and-Down-Bar. Die heißt deshalb so, weil sie gehoben und gesenkt werden kann, je nachdem, ob wir unter einer Brücke hindurchfahren. Ja, Spielkind. Der vordere Bereich heißt übrigens Captain's View. Dort kann man richtig schön sitzen. Und von dort aus gibt es auch den Zugang in die riesige Lounge. Die ist wirklich sehr gemütlich gestaltet. Man hat ganz tolle Sofas, wo man sich lümmeln kann. Es gibt hinten eine Lese- und Spielecke und natürlich die riesige Bar. Abends finden hier kleine Veranstaltungen statt oder es gibt auch Informationen. Bestellen kann man übrigens nicht nur ganz klassisch beim Kellner, sondern auch per App. Das hier ist das Marktrestaurant, zumindest ein gewisser Teil davon. Aida lässt grüßen. Nein, es heißt eigentlich Market, also englisch ausgesprochen. Dort gibt es die Buffets zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Das hier ist der Pavillon, der gehört offiziell zum Marktrestaurant dazu. Und man kann natürlich auch draußen sitzen. Dort gibt es auch bei gutem Wetter Barbecues. Diese Ecke nennt sich Riverside. Dann gibt es noch den Sena Grill. Das ist das Bezahlrestaurant. Dort kann man leckere Steaks und Burger genießen. Muss man aber vorreservieren. Bei so viel Essen bekommen manche Leute schlechtes Gewissen. Und für die gibt es dann auf Deck 1 einen Fitnessraum. Sena liegt heute ganz in der Nähe der historischen Altstadt. Man kann sich einfach treiben lassen oder man geht auf einem vorgefertigten, etwa 5 Kilometer langen Rundweg vorbei an Denkmälern und Kirchen. Woo!
zurück an Bord wird erstmal der Pool neu befüllt.